So Mike, nicht fast, ein Jahr rum, jetzt stehen wir wieder hier im Olympiastadion zum Easthaf und eigentlich fast wie immer, Bernhard Lagert gibt uns einen Korb, wir vermasseln unsere T-Shirt-Aktion, aber eigentlich sonst ein bisschen mehr Party dieses Jahr, eine gelungene Veranstaltung. Glitzer, Glitzer. Glitzer, Glitzer. Ja, ich glaube, die letzte Retro ist auch, glaube ich, ein Jahr her, fast gefühlt. Also das ist die erste Retro seit einer geraumen Ewigkeit. Das letzte Mal, danach hast du dich nicht mehr rasiert, nachdem wir das letzte Mal die Retro gedreht haben. Das war vielleicht auch so abgemacht, da muss er jetzt wieder ab, der Bart. Ja, Easthaf, Wahnsinn, man ist hier vorne auf Bahn 8 gefühlt, kommen die Läufer vorbei. Eine wahnsinnige Stimmung, auch wenn das Publikum vielleicht ein bisschen abgenommen hat im Vergleich zum Vorjahr. Ein paar Ränge so ähnlich aussahen wie in Zürich, trotz geringer Preise hier in Berlin, aber tolle Wettkämpfe gesehen, einen Weltrekord gesehen, auch wenn ich im Laufen, dann aber it's Hammer Time. Ja. Und die haben ein bisschen was vom Inner Easthaf hier, Feuerwerk, ja. Vorne haben wir es fast schon verbrannt, als wir hätten uns die Zigarette anzünden können. Ja. Also so ein bisschen mehr Show wird gemacht, es wird getüftelt am Konzept, deutsche Läufer auch dabei. Ja. Ja, um das Ganze auch ein bisschen mehr bühnentauglich zu machen, das ganze Theaterstück. Aber da gab es schon wieder Kritiker, ich meine, muss das sein, das wird künstlich. Aber ich denke, es ist vielleicht der richtige Schritt, man probiert es aus, was geht nicht. Und ich finde, es ist noch im Rahmen. Also ja, hier tanzen noch keine nackten Cheerleader, obwohl in der Mixzone ist kaum jemand Oberkörper. Der Badeanzug, dieser Badeanzug ist Wahnsinn. Also Johannes sagte schon, wenn mir ein Sponsor auch sowas geben würde, würde ich auch damit laufen. Also die Sponsoren sollte jemand für Johannes Rabe so einen Badeanzug haben, ja, er würde damit die nächste Saison bestreiten. Das habe ich hier fast schriftlich. So, mit aber dem Halszug ist hier. Halszug und Badeanzug ist sie gelaufen. Maggie Wessi über 800 Meter, aber wurde geschlagen von Christina Hering. Ja. 201,25 Bestzeit zum Ende. Ja, und das wieder so spät, ne? Das ist bei den deutschen Athleten letztes Jahr Flo Ort auch, ne? Das ist, hat da nochmal ein anderes Feeling und das pusht auch nochmal anders. Er sagte das ja auch im Interview, dass man hier nochmal an die Grenzen anders mobilisiert. Das Stadion ist doch voll und die Atmosphäre passt und dann läuft man doch mal einen Hauch schneller, als man kann. Ich finde fast schade, dass nicht noch mehr deutsche Athleten den Eingang finden zu diesem Meeting. Ja, aber doch schon, ich glaube, auch da ist der richtige Schritt gemacht. Ne? Wir haben dann Homio und Flo über die 1500 gehabt, Dennis Krüger über die 800 in dem Top-Rennen. Man darf ja auch nicht vergessen, da laufen der Europameister Adam Schott auch nochmal eine Saisonbestleistung aufgestellt. Der Weltmeister. Lewandowski, Aman auch da. Also das ist ja auch dann ein Feld. Und gerade wenn man die 800 nimmt, 8, 10 Plätze sind da nur. Ich weiß, die Sprinter haben sich die Woche über beklagt, dass in Zürich, selbst die bekommen da keinen Startplatz in Zürich. Aber das ist halt auch die Diamond League. Das darf man halt auch nicht vergessen. So. Und dann ist es halt auch schwierig und dann bei den Sprintern auch, gibt es 8 Plätze und die sind schnell voll. Ne? Ja. Also dann ist der NC da sehr hoch und dann kannst du halt gar nicht die 100 Meter in Zürich studieren. Geht nicht. Wartesemester, ja. Wir haben die Hindernisse gehabt, Europameister. Drei Mädels. Antje Mölder, Schmidt, Jana Sussmann, Sandra Kuba war da, endlich hat sie ihr Geschenk bekommen. Ne? Haben wir uns die Versandkosten gespart, das war ökologisch sehr wertvoll gedacht, ihr das heute erst zu geben. Und ökologisch ist sie auch unter 10 Minuten wiedergeblieben. Die sagen auch Jana Sussmann und nochmal 9,34 von Antje Mölder, stabil wie nie. Auf jeden Fall. Also auch schön, dass sie die Hindernisse für die Frauen reingenommen haben. Ich denke, für die Zuschauer auch ein attraktives Ding hier, die Hindernisse aufzustellen. Jetzt ja die Männer, dieses Jahr die Frauen. Ne? Also so läuft das ja schon mal hervorragend. Ne? Noch eine Bestzeit heute. Richard Ringer mit einer Wahnsinnssaison, 13,25 beendet er sie, 5000 Meter und das Feld war knackig mit Bernhard Lagat, der uns schon wieder, aber ich denke mal, Bernhard läuft sowieso die nächsten 20 Jahre noch hier. Ja, und du hast ja gesagt, wir machen das so lange, bis wir ein Interview von Bernhard Lagat bekommen. Bernhard, wir haben dich auf dem Kika und du wirst uns so lange nicht los. Und letztes Jahr hat er mit uns gedanced und gesagt, er gibt uns noch ein Interview und dann nachts um drei hat er uns einen Korb gegeben. Kurz vorm Hotelzimmer, wir waren ja schon fast drin, hat er uns einen Korb gegeben und dieses Jahr schon wieder. Aber es sah auch fertig aus. Also es ist auch schön mal zu sehen, dass diese Athleten nicht so frisch sind nach einer 5000, nach einer 1500 und hier noch Lapdance machen, sondern dass die hier wirklich dann auch alle sind und fertig sind. Gerade die good old Bernhard. Nee, das nächste Jahr ja, Masters. 55 darf man schon mal ein bisschen. Nächstes Jahr der Masters-Weltrekord ist ja fällig. Ne? Das waren die 5000. Ich denke, das ist da. Eigentlich alles. Das ist da. Wir kommen nächstes Jahr gerne wieder. Das Catering muss ein bisschen besser werden. Muss besser werden. Da sollen Sie sich am Catering mal orientieren, am Berlin-Marathon. Ja, die Nachbarn vom Berlin-Marathon, die haben das drauf. Das ist ein kleiner Gruß noch, aber ansonsten und danke. Und darauf freuen wir uns jetzt schon, auf den Berlin-Marathon. Das ist unser nächstes Event hier in der Stadt, da sind wir dabei. Wir verabschieden uns hier aus einer großartigen Kulisse. Wahnsinn, hier unten zu stehen. Auf Wiedersehen.